Hölderlins Aktualität als Philosoph nachspüren in seinem literarischen Werk. Das haben wir uns vorgenommen für heute Abend. Wir wollen außerdem sein philosophisches Denken nicht abtrennen von seinem Leben, seinem individuellen Schicksal. Wir wollen vielmehr der Widersprüchlichkeit des Seins, das für ihn unauflöslich blieb, nachspüren und uns einlassen auf sein Ringen um die Einheit des göttlich-harmonischen im Entgegengesetzten. Es ist aus, Diotima. Unsere Leute haben geplündert, gemordet, ohne Unterschied. Selbst unsere Brüder sind erschlagen. Ich forderte nicht viel und war gefasst, noch weniger zu finden. Demütig kam ich, wie der heimatlose, blinde Ödipus zum Tore von Athen, wo ihn der Götterhain empfing und schöne Seelen ihm.